Hallo und herzlich willkommen aus dem Kongressstudio. Hier sind wir wieder. Und gleich geht's los. Ja, wir sind jetzt bei der vierten Säule angekommen. Dann steht das Haus mit vier Eckpfeilern und Säulen. Und die vierte ist die Säule, die am meisten Mut auch verlangt, nämlich die Spiritualität. Und sich mit dem Thema zu zeigen, ist fast noch ein größeres Tabu als zum Beispiel die Sexualität. Aber erzähl mal, warum hast du die Spiritualität mit reingenommen? Das finde ich interessant. Ja, weil ich habe selber mit dieser Thematik, die natürlich in Aufstellungsarbeit immer anwesend ist, es geht ja gar nicht. Und trotzdem weiß ich, wie viel Mut es heißt, verlangt, das nicht wissenschaftlich Erklärbare Ja, deshalb. aufzusprechen, Platz zu haben Ja. dafür und was immer noch so kommt. Aber erzähl du mal. Also, das ist eine Säule, die ist. Ja, ich kann ja nicht, wie soll ich das sagen? Ich kann nicht dieser Vision folgen, ohne diesen Teil mit drin zu haben. Weil meine Spiritualität, dieses Bewusstsein der Verbundenheit mit einem größeren Ganzen, das begleitet mich immer. Ich hätte das Gefühl gehabt, das wäre eine kleine Amputation, wenn ich hier. Na, mit drei Beinen steht man auch nicht so. Ja, und das ist, es stimmt nicht, weil die Ebenen sind Körper, Emotion, das Mentale und die Spiritualität. Also, wenn ich das als Ganzes zeigen will in diesem Kongress, dann muss ich da als Ganzes reingehen, auch als Ganzes als Person, weil das bin ich sehr. Ich hänge es tatsächlich nicht an die große Glocke, das stimmt. Es ist so, ich hänge es nicht an die große Glocke. Und dennoch ist das die Grundlage, auf der alles steht in meinem Leben. Wenn eine Vision, wie ich sie hatte mit 18, das Prägende ist im Leben, dann kann ich nicht sagen, das hat mit Spiritualität nichts zu tun. Ja, das Ich stimmt. bin ja, ich habe eine Ausbildung, also neben dem, dass ich sage dem immer, ins Energiefeld sehen kann. Ich habe eine gute Intuition, ich habe eine gute Wahrnehmung. Und ich sage es immer so, damit das nicht so kompliziert wird. Es ist so, wie die einen, die singen zu Hause beim Abwasch, weil sie gerne singen. Und dann gibt es solche, die stehen auf der Bühne damit. Und ich stehe jetzt mit dem halt ein bisschen draußen. Gehst aus deinem Alltag raus und zeigst dich auch damit, ne? Das ist sehr mutig. Also ich zeige mich vor allem halt in meinen, ich kann gar nicht anders arbeiten als mit diesen Anteilen, weil das Effiziente, was mir die Leute attestieren, ist, dass ich wahrnehme, worum es geht, auch wenn die Leute mir je nachdem etwas anderes erzählen. Aber ich gehe natürlich mit dem, was die Leute mir bringen. Klar. Das ist klar. Also es ist immer ganz frei. Ja. Aber wenn ich dabei unterstützen kann, zu erkennen, worum es tatsächlich geht, dann tue ich das. Und das ist auch praktisch in den Übungssequenzen, in den Kursen. Die Leute sagen dann, du weißt einfach, worum es geht. Ja, ich weiß, worum es geht. Das ist sehr praktisch auch. Auch, ja, für die Arbeit mit Menschen ist So. es sehr praktisch. Und Und ich wie habe hast es gerne du? auf dem Boden, das möchte ich noch sagen. Ich Ja. habe nicht gerne diese Blümchen und Gezwitscher, Esoterik, sondern für mich ist das etwas, das hat ganz viel mit Alltag zu tun, das hat ganz viel mit Training von Präsenz zu tun und diese Kraft wirklich zu leben, eines offenen Herzens und einer Verbundenheit. Und deshalb unterrichte ich Kommunikation in dieser Art. Das geht ja weit.
Also wenn ich, und jetzt komme ich dann gleich zu der ersten Expertin, wenn ich annehme, dass das Menschsein nicht aufhört bei Krieg oder Gewalt oder dort, wo ich nicht einverstanden bin, sondern ich annehme, dass das Menschsein, dass jeder Mensch gleichwertig ist als Mensch und dass jeder Mensch eine Geschichte hat, weshalb das geschehen ist und weshalb dieser Mensch jetzt diese Wahl getroffen hat und keine andere. Dann gehe ich weit in meiner Menschlichkeit und ich gehe weit darin, dass ich annehme, dass wir verbunden sind. Und dann meine ich das ernst. Und wenn ich das nicht tue, dann meine ich das nicht ernst. Das Schwierigste an dem Satz ist natürlich, dass du annimmst, wir sind verbunden. Auch mit Tätern, mit Mördern, mit Menschen, die wir wirklich ablehnen. Donald Trump zum Beispiel. Ja, es ist ja immer wieder, er ist so ein guter Sündenbock im Moment. Ja, ich meine, er ist vielleicht auch schon überstrapaziert, aber ja. Ich finde ihn total überstrapaziert. Mhm. Ich kann auch jemanden nehmen, wenn ich sie in der Familie halte, einen Menschen, meistens sind es die Männer, die Frauen schlagen, die Kinder schlagen, wirklich gewalttätig und gefährlich sind. Da bin ich schon im Thema. Absolut, ja. Und das kann ich nicht einfach wegstecken, weil die Frage ist immer, ich möchte hier noch was Kleines ausführen, damit es verständlicher wird. Die Frage ist immer, wo ist denn die Grenze? Und wer setzt denn die Grenze? Bin ich das und dominiere dich? Oder bist du das und dominierst dann mich? Oder wer setzt dann hier die Grenze? Und der Gerald Hüther, damit ich noch ein bisschen wissenschaftlich werde, der Gerald Hüther hat auch solches neben vielem anderen erforscht. Und Gewalt entsteht aus Prägung und aus Gesellschaft, die auch eine Prägung voranbringt. Wir kommen nicht so auf die Welt. Es gibt da Studien. Ja. Und dann ist die Frage, ja, und wer ist schuld? Dann sind wir wieder bei der Schuld, gell? Und so verbindet sich das Ganze, oder? Wenn man es dann übergeordnet anschaut, dann ist plötzlich die Frage, wo landen wir da? Und ich denke, ich nehme an, das ist eine Annahme, aber ich sage sie trotzdem. Ich nehme an, dass dieses Getrenntsein in Körper, Sprache, Spiritualität, System, dass das eine Variante ist, um nicht wahrnehmen zu müssen, wie sich das alles beeinflusst. Weil wenn ich es abtrennen kann, dann muss ich mich nicht in der Tiefe wirklich damit beschäftigen. Dann kann ich es außen vor lassen, dann kann ich mich nur vereinen. Dann kann ich mich abtrennen und selbstverständlich macht mich das unglücklich, aber das muss ich ja nicht unbedingt fühlen. Das kann ich ja auch nochmal abtrennen. So, um so ganz, ganz, ganz platt zu sagen. Es ist komplexer. Und deshalb habe ich auch diese Themen von Schuld, Scham und Wut und auch von Dankbarkeit, das ist ja drin. Also, wie sind wir da alle mit allem verbunden? Deshalb muss die Spiritualität wirklich mit rein. Ja. Also für dich steht Spiritualität für Verbundenheit, mit allem verbunden sein? Ist das? Ja, das ist ein Aspekt, wenn ich das im Zusammenhang mit Kommunikation anschaue. Mhm. Ja, wow. Das bedeutet, wie begegne ich dir und wie begegne ich mir, wenn man es ganz runterbricht, oder? So. Da habe ich eingeladen, eine wirklich erfahrene Person, die mich sehr beeindruckt, das ist die Christel Lieben. Sie ist wieder eine Systemikerin. Ja. Sie hat lange, lange Jahre Aufstellungen gemacht. Sie war ja auch in deinem Kongress dabei, da habe ich sie kennengelernt. Ja. Und sie beeindruckt mich in ihrer Konsequenz
wie sie auf diese Verbindung und auf dieses Menschsein schaut. Ich habe das Interview noch nicht geführt zum jetzigen Zeitpunkt und ich bin sehr gespannt. Wir hatten zumindest ein wirklich berührendes Vorgespräch. Ja, sie ist eine ganz, ganz wunderbare Frau. Sie ist schon 80 Jahre alt und immer noch so wachen Geistes und hat sich erst letztes Jahr oder ja, im letzten Jahr ist ihr Buch erschienen. Ja, im September, November, glaube ich, ja. Genau, und da hat sie Interviews geführt für dieses Buch mit Mördern, Gewaltverbrechern, ja, und so mutig mit 80 Jahren. Tolle Frau, ich freue mich sehr auf das Gespräch, wirklich. Sie ist wirklich, und sie ist so menschlich. Sie ist einfach so menschlich. Und dann zum Abschluss geht es dann wirklich in die geistige Welt. Das muss ich schon auch noch haben. Ich kenne Adriana Meisser, sie ist Channel Medium für Saint-Germain. Das ist eine Energie der Transformation. Die nennt sich einfach so. Ihr werdet es dann hören, wenn ihr das Interview hört. Also da geht es um Transformationsenergie. Das ist eine Energie, die mir in meinem Leben einfach sehr, sehr nahe steht, weil mein Leben war geprägt von transformativen Momenten. Ich bin immer gierig gewesen auf Transformation, egal was ich einsetzen musste. Mhm. Das war immer das Ziel. Also die Leute fanden mich manchmal mutig und ich fand, nein, ist nicht besonders mutig, ich will ja was. Und deshalb geht es da auch immer weiter. Was ist für dich Transformation? Ich muss das jetzt fragen, weil ich möchte... Gut. Was ist das genau für dich? Transformation ist tatsächlich, dass ich jetzt mal, wenn ich von meinem Inneren spreche, dass ich von etwas, das ich ganz gut kenne und von dem ich annehme, dass ich identifiziert bin damit, dass das eine Ich-Komponente von mir ist, dass die sich verpuppen kann, ich sag's mal mit dem Schmetterling, ja. Also, dass die da Nahrung zu sich nehmen kann und sagen kann, da geht's weiter in meinem Leben, da gibt es einen nächsten Schritt auf eine nächste Bewusstseinsstufe. Bei mir geht's immer um Bewusstsein und weitergehen im eigenen Bewusstsein, mein Bewusstsein erweitern und gleichzeitig total im Körper ankommen, weil das ist ja auch ein Universum. Ja, das Bodenständige auch wieder. Ne? Das ja, ich muss es immer verankern im Körper. Serie holen. Genau. Ja. Weil das Fliegende, das ist schon schön, aber das Fliegende, das passiert hier, in meinem Körper, auf dieser Ebene. Mhm. Ich kann es dann wieder machen, wenn ich gestorben bin. Das andere. Hier ist ja die Erfahrung im Körper. Ja. Und dann gehe ich weiter in etwas rein, was ich nicht kenne. Weil der Schmetterling, der weiß auch nicht, wie er ist, wenn er dann rauskommt. Mhm. Und ihr wisst, Schmetterlinge, bevor sie dann sich rausschälen aus dieser Puppe, die lösen sich ja innen ganz auf. Das löst sich alles auf und dann fügt es sich neu zusammen. Und genau das meine ich mit Transformation. Das passiert auch uns so. Und das ist einfach, für mich ist das toll. Ja, aber ich sehe auch, warum die anderen oder von außen Menschen sagen, dass du mutig bist oder dass es dafür Mut braucht. Ne? So alles loslassen oder wirklich sich auflösen und das Vertraute hinter sich lassen. Nicht jedem macht das so einen Spaß wie dir. Ja, und mir macht es wirklich Spaß, das ist richtig. Ja. Also ich habe da so ein gewisses Drängen und dem gehe ich gerne nach. So. Okay. Ja, also wir müssen uns auf ein Medium-Gespräch gefasst machen. Es ist ja so, ich möchte noch mal was sagen zu einem Medium. Ja, bitte. Als Medium oder als Kanal, ich sage lieber Kanal, weil Medium ist so belegt.
Mhm. Als Kanal mache ich nichts anderes als mich einstimmen auf diese Energie, für die ich dann sprechen werde. Und eigentlich mein Ego, das, was so in unserem Tagesbewusstsein so stark ist, das stelle ich auf die Seite. Und das ist dann so ein sich reinfallen lassen in das, was kommt. Egal, ich weiß ja dann nicht, was kommt. Und dann ist einfach das, was kommt, das spreche ich dann. Und dann wird man wirklich zum Kanal. Ja, aber das bist nicht du an der Stelle, sondern da hast du jemanden... An der Stelle nicht, nein. Ich kenne aber du hast auch diese Fähigkeit, oder... Ja. Auch wenn ich es nicht an die große Glocke hänge. Ja. Wer will, kann das haben. Hm. Die Adriana macht das beruflich als Channel-Medium. Und als Channel-Medium steht man eigentlich immer für diese Energie, die man dann, für die man Kanal ist. Und ich wollte unbedingt der Adriana die Möglichkeit geben, sich als Person zu zeigen und auch mal zu erzählen, wie wird man so etwas? Ja, das finde ich spannend. Wie wird man so etwas? Was ist da eigentlich los? Ja. Und wie lebt man in einer Partnerschaft? Mhm. Weil, ja, wie lebt man in einer Partnerschaft mit jemandem, der Energie so gut wahrnimmt? Mhm. Oder das ist ja vielleicht nicht ganz einfach. Wer weiß? Wer weiß, ja, das werden wir dann erfahren. Und du hast sie aber auch als Medium. Ja. Genau, beides. Zuerst kommt sie, und das ist so der Abschluss, zuerst kommt sie und dann kommt Saint-Germain und er sagt übergeordnet, worum es geht, mit Schuld und Scham und Wut und überhaupt. Also es ist wirklich, ich habe das Interview jetzt gestern geführt und es ist, na, ich liebe es einfach. Das ist toll. Also du weißt schon. Ich weiß es schon. Genau, ich weiß es schon. Und das ist dann der fulminante Abschluss. Da sind wir dann beim Tag 9. Und danach werden wir dich vermissen. Wir werden sehen. Ich habe ja keine Ahnung, was hier kommt. Ich bin ja auch dran, mich auf etwas einzulassen. Hier ist es wieder. Ich lasse mich da auf etwas ein und lasse mich eigentlich führen von dem Kongress und von dieser Energie rundherum. Was mir besonders wichtig ist, bitte stellt eure Fragen während des Kongresses. Wir werden entweder zu zweit oder ich alleine alle diese Fragen aufnehmen und sie beantworten, Input geben. Also wir werden da wirklich, ich bin da dran, ich möchte wirklich auch dieses, neben den Interviews möchte ich gerne weiteren Input geben. Nicht, dass ihr da hängen bleibt. Ja, das ist doch ein super Angebot. Ich meine, wo kann man einfach fragen? Das ist ja auch alles, die Teilnahme ist komplett gratis. Ein Geschenk, wirklich. Und dann alle Fragen zum Thema Kommunikation mit den vier Säulen. Ja, kann man fragen während dieser 9 Tage. Nach den 9 Tagen gibt es vielleicht noch ein bisschen hinterher und ausplappern. Das weiß ich noch nicht, wie es dann ausschaut. Aber nachher gehe ich ganz bestimmt 2 Wochen in die Ferien. Vorhin hast du noch gesagt, 3 Wochen. In Ferien. Und dann komme ich wieder zurück und bin ein bisschen hier. Und dann geht es aber wieder los. Ganz okay. Ja. Herzlichen Dank. Und morgen geht's los. Ja. Super. Ja, ich bin so gespannt. Das wird toll. Tschüss.